Glaubst du, dass du die richtigen Schuhe dafür anhast? Ja, natürlich. Da und da durch, ja. Gut, dass die Kamera nicht hierher zeigt. Ja? Alles mit drauf. Immer nichts. Oh, passt nicht. Original. Passt nicht. Ja, schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Wir sind gerade vom Frühstückstisch aufgestanden. Guten Morgen. Meine Frau hat jetzt auch ein Mikro. Wir haben tatsächlich neue Technologie hier. Wir haben uns tatsächlich jetzt ein Mikro gekauft. Ein Wireless-Mikro mit zwei Aufnahmegeräten. Damit weil man meine Frau mal so schlecht versteht auf dem Film. So. Die bissigen Kommentare aus dem Haus. Die bissigen Kommentare besser rüberkommen. So, ich will, ich kam ganz spontan heute Morgen mal wieder auf eine Idee. Ganz spontan habe ich mir gedacht, Mensch, ich müsste mein Grün noch mal so ein bisschen lüften. Und ich könnte jetzt natürlich richtig mit Hohlspoons arbeiten. Das wäre wieder eine brutale Zerstörung. Aber, ja, das ist jetzt super hier. Genau hier in diesen, wo das alles durchfällt. Na, egal. Ich hol dir was. Ja, hol mal. Vielleicht ein kleines Schälchen, bitte. Ja, also Hohlspoons, das ist zu heftig. Sand habe ich auch gerade nicht. Kann ich auch so schnell nicht besorgen. Kreuzspoons könnte ich natürlich machen hier mit meinem Bertie Drain. Aber dann fiel mir ein, dass ich schon seit Ewigkeiten diese Needle-Tines-Platte, Dankeschön, diese Needle-Tines-Platte von Rasenspecht habe. Naja, dann kann man die ja mal endlich mal nutzen, endlich mal ausprobieren. Bin ja mal gespannt. Ich habe hier noch niemals verwendet und ich habe hier gerade schon meinen Boden gestochen. Das sieht nicht schlecht aus. Dann sind jetzt hier, wie lang sind die hier? 4, 5 Zentimeter. Vielleicht. 5? Ja, 5 ist ja nicht schlecht. Ich hole einen Zollstock. Hol mal einen Zollstock. Was heißt Needle Tines eigentlich? Ja, so kleine spitze Vollspoons, kleine spitze Nadeln. Genau. Das ist alles so furchtbar denglisch, auch schon bei uns. Furchtbar. Also kleine Nadeln, die halt eben nicht so viel Schaden machen. Und ja, 5, tatsächlich genau 5. Aber sie haben oben eine kleine Verdickung. Das könnte natürlich nicht ganz so schön sein. Was mache ich jetzt hier? Jetzt muss ich den jetzt rausmachen. Das habe ich auch nicht so wirklich gemacht. So, ich glaube, das muss alles weg. Alles dreckig. Und jetzt kommt das nämlich einfach hier so runtergesetzt. Und wird einfach hier mit den... Ach so, ja genau. Die Platte wird tatsächlich dazwischen gesetzt, was ich natürlich auch nicht so ganz optimal finde. Schöner wäre es natürlich, wenn die Platte oben sitzen würde. Ja. Also, okay, ist so gelöst. Na gut, dann sind es aber eben nicht 5. Dann sind es tatsächlich noch so, ich sag mal so 4, 4,5 Zentimeter. Aber nur bei denen 4, ne? Naja, also jetzt gibt es noch einen Schlüssel dafür. Die anderen natürlich auch nicht. Da ist natürlich auch ein Schlüssel dabei. Cool. Da erinnere ich mich an ein ganz, ganz altes Video. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe vor, was weiß ich, 2008 oder so, habe ich ein Video, mein erstes Video rausgebracht, wo ich hier damals noch die alte Fläche auch schon grün angelegt, das Grün gesandet habe. Und hält. Das war danach. Und das war nicht das zweite Video. Und dann in einem späteren Video habe ich also tatsächlich mit so einem selbstgebauten Erifizierer bin ich über die Fläche gegangen. Ich kann euch ja mal einblenden. Uralte Szene. Da gab es sowas alles noch überhaupt nicht. Wenn man da mal so ein bisschen nachgedacht hätte, dann hätte man tatsächlich damals da schon echt ein gutes Geschäft draus machen können. Aber das waren echt so die allerersten Anfänge. Da habe ich mir so eine Platte selber gebaut. Viel zu lange Dinger, viel zu viele Dinger. Ich kriegte die gar nicht richtig in den Boden rein. Dann gucken wir uns das jetzt mal hier mit an. Jetzt brauche ich noch mal kurz einen Schlüssel. Also kurzer Cut.
Und dann geht's weiter. Komm, mach ein bisschen Show. So, da bin ich wieder. So, und wenn ich jetzt schon mal hier sowieso hier wieder Werbung einblenden muss, dann kann ich auch mal richtig Werbung für Rasensprech machen. Es gibt nämlich hier von Rasenspecht zu diesem Rasenspecht gibt es ein echt schönes Pflegeset mit so einer Bürste. Die verliert schon ein paar Härchen. Ich hatte sogar hier so ein zweiten Spoon-Einsatz, also den dünnen und den dicken, wo ich den dicken eigentlich echt cool finde. Und wie man sieht, rostet tatsächlich der Stahl. Der muss auch rosten, denn nur rostiger Stahl ist wirklich scharf. Und deswegen gibt es hier so ein kleines wunderbares Ballistol-Fläschchen. Und ich liebe ja Ballistol. Oh, das ist ein Zeug, Fichtelnadelöl. Da gibt es ja ein Tüchlein, dann kann man hier so... Peinlich. Kann man hier die Dinger so richtig schön einölen. Das habe ich natürlich wieder mal ganz sträflich vernachlässigt. Oje, oje. Und das machst du nicht erst sauber? Doch, mache ich jetzt sauber. Trocken, ja? Ohne, dass du da irgendwie Wasser rangehst. Ja, das war jetzt wieder richtig blöd. Aber wenn man damit arbeitet, dann ist das ruckzuck wieder blank. So, ja, ist noch ein Werkzeug dabei, um die Schraube festzuhalten. Also echt cool. Aber das Einzige eigentlich, was ich jetzt brauche, das habe ich wohl irgendwo anders hingepackt. Das, was ich jetzt brauche, ist hier dieser kleine Schlüssel. Den habe ich auch mitbekommen mit dieser Platte. Aber ich muss hier nochmal suchen. Den habe ich noch nicht gefunden. Nee, ich brauche hier für die Platte hier, für diese Schrauben brauche ich jetzt noch, was ist das denn? Achter oder so. Ich hole mal ein paar Schlüssel. Das stinkt. Das stinkt? Ja, du und deine Gerüche. So, jetzt habe ich den Schlüssel gefunden. Also so ein kleiner, schöner Schlüssel ist natürlich dabei. Und ich hatte jetzt die, meine ich, alle schon angezogen. Die sind alle fest. Und ich muss jetzt nur noch diese vier Schrauben in der Mitte festziehen, um... Das sieht ja nicht so... Ja, so ist gut. Die schön festziehen. Das ist ein bisschen fummelig, da so reinzukommen. Das ist wirklich ein bisschen fummelig. Das ist wirklich ein bisschen fummelig. Ja, man hat nicht viel Spielraum zum Drehen. Gut, fertig. So, jetzt kommt testen. Ja. Oh, das ist natürlich schick. Das sind wirklich schicke, unauffällige Löcher. Und wir gucken den Abstand. Wahrscheinlich muss ich einfach nur die letzte Reihe nehmen. Ich mache es schon wieder verkehrt rum. Ich glaube, rückwärts laufen ist besser. Ja, wenn ich jetzt genau... Nee, wenn ich an den Rand gehe, ist Mist. Ich muss halt ein bisschen mehr Abstand machen. Okay, ja, so ist besser. Sonst habe ich immer so eine Doppelreihe. Das ist natürlich wirklich eine sehr schonende Behandlung so einer grünen Oberfläche. Und es bedarf wieder ein bisschen Übung, dass man den Abstand hinkriegt. Ah! Ich hab meine Latschen gelocht. Ich hoffe, was hast du drauf? So, guck dir mal die Reihe an. Ja, warum mache ich das eigentlich? Ich habe es ja vielleicht eben schon so ein bisschen erklärt. Erstmal natürlich wieder mal der entscheidende Punkt, Luft in den Boden reinzukriegen. Luft, Sauerstoff in den Boden reinzukriegen, damit die Nährstoffe freigesetzt werden. Natürlich auch die Oberfläche zu perforieren, kann man hier von reden, damit auch das Wasser hier gut abfließt. Und warum diese ganz... Oh, warum hier diese ganz feinen, ja, Nadeln? Ja, einfach weil damit natürlich der Schaden ganz besonders klein ist. Man möchte ja jetzt nicht seine ganze Oberfläche hier brutal zerstören, sondern man möchte ja eine schöne Oberfläche behalten.
Und da sind natürlich so ganz kleine, feine Nadeln sehr, sehr gut. Die machen erstmal wenig Schaden und sie verdrängen auch nicht so stark. Aber das Loch ist absolut groß genug, damit da jetzt richtig schön die Luft reinziehen kann in den Boden. Und ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera gut sieht, aber wir haben ja hier die Fläche aerifiziert vor, weiß ich nicht, 4 Wochen jetzt vielleicht. Und man sieht so deutlich, wo das Loch gesessen hat. Das ist ein Aerifizierloch runddunkel. Hier ist das nächste. Da ist das nächste. Hier, da, da. Man sieht es nicht so gut. Und muss erst so einen kleinen Blick dafür kriegen. Also da, 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 da. Und da wächst der Rasen etwas besser als im restlichen Bereich. Und das wird man natürlich jetzt hier auch merken. Ne? Um jedes Loch herum, um jedes kleine Loch herum, wird der Rasen etwas gesünder aussehen, etwas besser wachsen als da, wo kein Loch ist. Und je öfter man das natürlich macht, desto besser ist es. So, noch ein. So, oh. Ja, der Manfix. Es ist tatsächlich eine ziemlich anstrengende Geschichte. Oh Mann, es steht schon überall der Schweiß auf dem Körper. Ist vielleicht das falsche Wetter. Es ist sehr schwül warm heute. Wir haben heute, ja, Sommersonnenwende. 21. Juni ist heute. Also am 20. ist Sommersonnenwende. Meine Frau korrigiert mich, aber sie sagt nichts mehr. Ich merke das schon. Egal. Sie traut sich nicht mehr. Aber wir kriegen das schon. Also wir haben auf jeden Fall jetzt 2 Mikros und dann könnt ihr meine Frau besser verstehen. Ich hoffe, das macht euch ein bisschen Spaß. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß hier nach wie vor mit unserer Rasenpflege. Und wenn euch das gefällt, dann abonniert mich gerne, dann seid ihr immer up to date. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, bleibt dran und im nächsten Video geht's mit irgendeinem Thema weiter. Tschüss. Ja, los, mach noch was. Mach noch ein paar. Und dann höre ich auf. Und dann? Weiß ich auch nicht, ich habe keine Lust mehr. Willst du nicht mal? Vergiss es. Ja, mach du doch mal, komm, jetzt hier, komm, zeig du, mal was. Du bist doch Rasenpflege. Los, dann geh mal nach vorne. Das, ich will aber jetzt nicht. Vor die Kamera. Ich habe hier noch nicht mal Schuhe an, das geht doch nicht. Nee, das geht. Ach. Ja, schwer, ne? Ja, übel. Und nicht die Füße perforieren. Ja, gut. Es geht ganz schön hart rein. Also muss drücken, mit einem Fuß drücken. komme ich nicht rein. Brauchst ein gewisses Gewicht, Sieht man ne? sich denn überhaupt noch? Oh, so gerade eben. Brauchst ein bisschen Gewicht, ne? Sonst kriegst du das ja nicht reingedrückt. Ja. Aber mit ein bisschen Schwung. Ja, so einen kleinen Impuls. Oh, was machst du denn hier für eine blöde Reihe? Bist du rausgekommen? Völlig rausgekommen. Aber mit ein bisschen Schwung geht's. Nee, aber hier sind auch Löcher. Oh, Die sind schon, was denn? Doppelloch. Was soll das denn? Ja, du bist jetzt hier in die andere Reihe reingekommen. Ich? Ich habe hier angefangen. Ja, man kann das gar nicht so gut sehen. Ah. Weil hier sieht es so aus, ob gar nichts ist. Na gut. Okay.